ich bin's Anja von Kreativrose und ich habe ein kleines Unboxing. Ich habe das schon ein bisschen vor mich hingeschoben, weil ich im Moment extremst viel zu tun habe. Es ist die Sukkulentenbox. Die Dicebox wird es von mir nicht geben, weil ich die übersprungen habe, weil ich letztes Jahr schon was hatte mit diesen Würfeln. Und von daher habe ich gesagt, ich brauche die nicht mehr. Es geht dann bei mir erst wieder weiter mit der Halloween-Box. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich würde einfach sagen, wir packen mal aus. Ich glaube, es ist die Juli-Box. Es ist die Juli-Box und zwar die Sukkulenten-Box. Und das Heftchen packen wir immer an die Seite, weil wir packen einfach aus. Und ich sage euch, was dann dabei ist, was Premium und was regulär ist. Fangen wir an. Das sind Molds. Das sind die Sukkulenten-Molds. Das sind auch, ach so, das werden 3D-Molds, also die sind ineinander steckbar. Alle beide. Und dann werden es 3D-Molds. Das ist ein reguläres Produkt. Und das sind halt verschiedene Formen. Ich packe die jetzt nicht extra aus. Dann haben wir hier eine kleine Auswahl an Steinen. Weiß und Grau. Jetzt lasst mich nachschauen, was wir da haben. Diese kleine Auswahl hier scheint ein reguläres Produkt zu sein, weil wir haben hier noch eine Packung mit Steinen. Und da steht nämlich große Steine zu und die sind Premium. Die hier sind Premium. Die sind regulär. Dann haben wir... was ist das? Blauer Sand. Also es schimmert auch ein bisschen. Ja doch, es soll blauer Sand sein. Das ist ein Premium-Produkt. Dann haben wir... kleine Miniaturen, also hier so ein Holzstück, dann ein kleines Haus und eine Muschel. Das ist regulär. Dann haben wir diesen, also die nennen es Aquarium. Das ist ja diese Kugel, die man so ineinander stecken kann. Ja, also das ist jetzt ein bisschen blöd verbunden durch die Folie. Also die kann man auf jeden Fall ineinander stecken und dann kann man das füllen und kann sich das hinhängen. Das ist Premium. Dann haben wir drei Farben. Die Miniaturen sind auch Premium, sehe ich gerade. Also diese drei Farben, das ist Grau, Grün und Orange. Das ist schon Resin mit Farbe. Das ist auch Premium. Und dann haben wir hier Crystal Art Gel, Grün und Weiß. Da sollte, ja, doch, hier ist noch ein drittes. Hier ist noch ein drittes, ein gelbes. Das ist regulär und das ist gelb jetzt hier. Ja, das ist regulär und das ist ganz neu. Also das gibt es noch nicht lange bei Sophie & Toffee. Dann haben wir hier lufttrocknenden, steinartigen Clay, also Knete sozusagen, luftgetrocknete Knete. Die ist auch hier drinnen ganz, ganz weich. Ich denke mal, da soll man die Töpfchen draus machen. Das ist auch ein reguläres Produkt. Dann haben wir hier... 5 Zahnstocher. Auch das ist ein reguläres Produkt. Und dann haben wir eine Box voll gefüllt mit Blumen. Und zwar richtig, richtig schönen Blüten. Da sind so ein bisschen Algen drin. Und das sieht aus wie ein bisschen wie Kornblumen. Das ist Hortensie. Ja. Sind ein paar schöne Sachen dabei, wo ich sage, das, da könnte ich mir vorstellen, mit zu arbeiten. Ach, guck mal hier, ein kleiner Puschel. Ist der nicht süß? Also sind schöne Sachen dabei und dann ist die Box auch schon leer. Es ist die Premium-Variante.
Und die kostet umgerechnet so 45, 46 Euro. Ja, da ist jetzt zwar relativ viel drin. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir mit den Blüten, kann ich mir was vorstellen zu machen. Ansonsten, das Thema Sukkulenten ist jetzt nicht so meins. Und ja, da muss ich mal schauen, wie ich das umsetze. Oder ob ich sage, ich gebe die Box so, wie sie ist. Vielleicht jemanden, der wirklich was damit anfangen kann. Ich habe erst gedacht, oh, das ist ja ein cooles Thema. Aber wenn ich das jetzt so sehe, was hier drin ist, fällt mir erstmal spontan nicht so wirklich viel ein. Ja, für all die Leute, die keine Lust haben, mein Gequatsche zu hören, es gibt auf meinem Instagram-Account auch einmal ein Short-Video ohne Ton, nur mit ein bisschen Musik hinterlegt, und da steht auch drin, was alles in der Box ist. Ansonsten, ja, das war die Box, also vielleicht gebe ich die auch einfach so weiter, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Achso, hier ist noch der Code für nächstes Mal, der gilt bis Ende August. Oh, Ende August ist schon vorbei, aber ist egal. Auf jeden Fall, diesen Code hätte man nutzen können. Und ja, also wie gesagt, mit der Box weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht gieße ich die Blumen ein. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so. Vielleicht hat einer von euch eine kreative Idee. Im Moment habe ich dazu keine Idee. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.